Gäbe es ein Grundeinkommen, hätte dieses zynische System keine Chance. Grundeinkommen. Schön, dass es einige schon kennen. Für die es nicht kennen, ich möchte es kurz erläutern. Grundeinkommen hat nichts mit Kommunismus zu tun. Ist eigentlich merkwürdig, oder? Die Leute verwechseln mittlerweile Kapitalismus mit Demokratie. Aber Grundeinkommen hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern ist eins von ein paar Modellen, wie man Staatsfinanzen aufbauen kann. Wenn man so wie ich Volkswirtschaftslehre studiert hat, kriegt man das ganz gleichberechtigt mit anderen Modellen beigebracht. Und funktioniert wie folgt. Jeder Bürger des Staates bekommt ca. 1500 Euro im Monat. Alles, was er verdient, kommt obendrauf. Es kriegen die ersten Schnappatmung so. Wie soll man das denn finanzieren? Wo soll das ganze schöne Geld herkommen? Das ist immer der erste Gedanke. Kein Mensch fragt sich, was würde das Positives bewirken? Ich persönlich glaube, es würde den Konkurrenzdruck aus der Gesellschaft nehmen. Dann hätten die Leute auch wieder Zeit, sich zu entschuldigen, wenn sie einen anrempeln. Oder Danke zu sagen, wenn man die Tür aufhält. Im Konkurrenzdruck kommt da keiner zu, Zeit ist Geld. Also alles Fragen, die man mal stellen könnte, auch warum wird welche Arbeit wie bewertet? Warum verdient ein Fußballer das Hundertfache einer Krankenschwester? Der tut nichts, der will nur spielen. Sind ja alles Fragen, die man stellen könnte, aber die Frage ist immer nur, das könnte Geld herkommen, wie soll man das denn finanzieren? Ich kann Sie beruhigen, das ist total finanzierbar. Das haben viele kluge Leute schon durchgerechnet. Unter anderem ich in meinem Studium. Nein, auch andere. Ein kleines Beispiel von vielen, wo Geld herkommen könnte. Es ist ja zum Beispiel so, alle Behörden, Beamten und Angestellten, die sich bisher mit der Prüfung von Bedürftigkeit und Schikane von Arbeitslosen beschäftigen, die werden überflüssig. Das setzt sehr viele Gelder und noch mehr Humanität frei. Jetzt gucken mich hier einige an nach dem Motto, okay, vielleicht ist das finanzierbar. Ich kann mir das zwar überhaupt nicht vorstellen, wie soll das gehen, aber andererseits, kleine rothaarige Frau, würden Sie ja nicht kackendreist anlügen. Ne? Aber gut, immerhin sind wir in der Anstalt, die Idee muss doch verrückt sein. Wenn doch jeder 1500 Euro kriegt, dann geht doch keiner mehr arbeiten. Das ist immer der zweite Gedanke, dann geht keiner mehr arbeiten. Deswegen hat man ganz, ganz viele Umfragen gemacht. Man hat die Menschen auf der Straße gefragt, wenn sie 1500 Euro im Monat bekämen, würden sie weiter arbeiten gehen. 80% der Menschen haben gesagt, sie würden weiter arbeiten gehen. Dann hat man exakt die gleichen Menschen gefragt, ob sie glauben, dass ihr Nachbar weiter arbeiten gehen würde. Wie viel Prozent hat gesagt, ihr Nachbar geht nicht weiter arbeiten? 80% natürlich. Ja klar, so ist er der Mensch. Von sich denkt er gut, vom anderen denkt er schlecht. Ja, ich bin der Held der Arbeit, aber mein Nachbar, das ist eine faule Sau. Dabei heißt es hier schön von sich auf andere schließen. Der Mensch an sich möchte doch arbeiten. Der Mensch an sich möchte was Sinnvolles aus seinem Leben machen. Gut, außer Banker, Lobbyisten und Heidi Klum. Und das beste Konzept im Leben, um glücklich zu werden, ist doch, stellen Sie sich die Frage, wenn ich mir um Geld keine Gedanken machen müsste, womit würde ich mich dann beschäftigen? Also ich zum Beispiel, wenn ich nicht Kabarettistin wäre, ich wäre Restauranttesterin. Und mit dem Grundeinkommen könnten Sie sich diese Frage stellen. Sie könnten sich die Frage stellen, wenn ich mir um Geld keine Gedanken machen müsste, womit würde ich mich beschäftigen? Sie könnten ganz frei überlegen, was sind Ihre Stärken, wo liegen Ihre Interessen, was sind Ihre Talente? Sie können die Frage auch umformulieren. Sie können sich auch mal fragen, wenn ich keine Angst hätte, womit würde ich mich dann beschäftigen? Und wenn Ihnen vielleicht über Pfingsten, da sollen ja schon ganz andere erleuchtet worden sein, was einfällt, dann wäre am besten, auch ohne Grundeinkommen, Sie machen das auch jetzt schon. Ich weiß, es kostet Mut und Kraft, sein Leben zu ändern. Aber wie viel Mut und Kraft muss es kosten, sein Leben lang unglücklich zu sein? Ich werde ja auch oft gefragt, woher ich denn den Mut und die Kraft hatte, meine Stelle als Diplom-Volkswirtin bei der Sparkasse aufzugeben, ausgerechnet um Künstlerin zu werden. Das war ein lebenslang sicherer Job und ein festes Einkommen. Und ob ich denn jetzt von meinem Job als Künstlerin leben könnte? Erstens, ja, das kann ich. Ja, Sie haben es bezahlt. Vielen Dank. Und zweitens hat mich vorher nie jemand gefragt, ob ich denn mit meinem Job leben kann. Man muss auch mit einem Job leben können. Und wenn Sie das nicht überzeugt, ich habe ein Argument, da kommen Sie nicht dran vorbei. Denn überlegen Sie mal, mit so einem Grundeinkommen, da wäre zum Beispiel Adolf Hitler Maler geblieben.